Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Part, liebe Zuschauergesellschaft. Ja, beim letzten Mal haben wir den Arena-Leiter besiegt. Ich habe seitdem wieder ein paar Pokémons gefangen, 12 an der Stück. Also, wir werden gleich erstmal Pokédex-Einträge haben, aber erstmal will ich noch durchgehen, was wir heute eventuell im Angriff nehmen, abgesehen davon, dass ich das Banette gleich noch fange. Ich brauche die Karte einmal. Was wollen wir uns nämlich als nächstes in Angriff nehmen? Weil wir haben ja mittlerweile schon recht viele der Orden. Es sind nur noch zwei Arena-Orden übrig, dann noch zwei von denen. Heinis müssen wir über den Haufen schießen. Und wir müssen noch eine Sache besorgen. Und zwar hier. Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen als nächstes die Eisregion in Angriff. Dass wir den Arena-Leiter hier als nächstes herausfordern werden. Und darauf folgende Folge machen wir dann diesen Arena-Leiter. Man muss schon sagen, wir sind bisher recht weit gekommen. Bin selbst überrascht, wie weit wir schon sind. Aber zuallererst gibt es natürlich jetzt erstmal die Pokédex-Einträge. Wo ich natürlich den Anfang erstmal wie immer mache. So, zuallererst haben wir hier Datignis, das Funkenregen-Pokémon. Sein Revier hat einen Radius von 2 bis 3 Kilometer. Dringen Vogel-Pokémon darin ein, zeigt es keine Gnade. Als nächstes hier Pelipper, das Wasservogel-Pokémon. Es trägt seine Jungen zum Schutz vor Feinden im Schnabel. Bei Windstille treibt es auf in den Wellen, um sich auszuruhen. So, als nächstes haben wir Riffek, das Punk-Pokémon. Durch wildes Kratzen an seinem Brustvorsatz erzeugt es Stromstöße, die mit Leichtigkeit eine Stärke von 15.000 Volt übersteigen. So, und als letztes haben wir von meiner Schwarte her Adeboom, das Abwurf-Pokémon. Es wickelt Futter in seine Brustschürze und trägt es so heim ins Nest. Liebend gern lässt es Dinge herabfallen, die beim Aufprall Lärm verursachen. Das war eins der Herrscher-Pokémon. Es hat einen sehr lahmen Ruf irgendwie, finde ich. Na gut, als nächstes macht dann mal Drim weiter, ne? So, ich bin als erstes dran. Als erstes haben wir Drasche, das Durchsteher-Pokémon. Von ihm prallen jegliche Angriffe ab. Sein Körper ist allerdings derart solide und schwer, dass seine Bewegungen dadurch etwas träge werden. Als nächstes haben wir Kamalm, das Biss-Pokémon. Dieses Pokémon liegt an Ufern auf der Lauer, nähert sich Beute, um Wasser zu trinken, streckt es seinen Hals weit aus und beißt beherzt zu. So, das ist Hypnomorber, das Manipulator-Pokémon. Mit seinen Psychokräften ordnet es Käsesteine zu Sternbildern an. Manche Menschen glauben, es sei aus dem Weltall gekommen. Und die haben wir auch direkt als nächstes, ne, Morbitesse, das Gestirns-Pokémon, die Entwicklung von Hypnomorba. Es betrachtet die Sterne, um in die Zukunft zu blicken. Da es das Ende aller Dinge kennt, verhält es sich etwas distanziert. So, Noir, jetzt bist du dran. Danke, Drim, ich mach dann mal weiter. Das ist Schlaraffel, das Gierschlund-Pokémon. Sein Schweif ist etwa doppelt so lang wie sein Körper. Es umwickelt damit von Bäumen gefallene Beeren und trägt sie mit sich fort. Oh, ist das süß, mein neues Haustier. Das ist Buckel, das Hunde-Pokémon. Die Oberfläche seiner Haut erhärtet, wenn sie starker Hitze ausgesetzt wird. Der Körper dieses Pokémon duftet herrlich. Noch ein süßes Pokémon. Das ist Dedene, das Antennen-Pokémon. Mit seinen Schnurrhaaren sendet es Wellen aus, um sich mit Artgenossen zu verständigen. Geht ihm der Strom aus? Kugelt es sich ein und schläft. Ich sterbe hier gleich an Niedlichkeit. Das ist Felinara, das Bindungs-Pokémon. Es sieht zwar elegant aus, wenn es mit den Fühlern leichtfüßig tänzelt, doch seine Attacken zielen gewieft auf Schwachpunkte ab. Danke, meine kleinen ewigen Begleiter, dass ihr mir hier beim Vorlesen mal wieder geholfen habt. Ihr könnt euch den restlichen Tag frei nehmen, in der Hinsicht. Wir müssen aber hier noch was einsammeln. Oh. Für Beiträge noch, da kriege ich die nächste Belohnung. Ach, guck mal, dass man nicht weiß, dass es gefangen werden will. Möchtest du vielleicht eingefroren werden?
Nee, willst du nicht. Willst du denn schon in den Pokéball? Wäre ja zu schön. Rollenspiel? Es will Rollenspiele machen. Ich hol mal meinen Seitigant raus. Gegen Geister hilft Sand, Salz, habe ich gehört. Ich wollte erst Sand sagen. Nochmal? Ich pökel dich. Ich glaube, das ist tot. Ich muss es mit dem nächsten Banett versuchen. Hier laufen ja noch ein paar rum. Boah, Leute. Ich habe jetzt um die 5 Banetts gebraucht, um eins zu fangen. Die wollten echt nicht. Banett, das Marionetten-Pokémon. Starke Gefühle des Hasses machten aus einer Plüschpuppe ein Pokémon. Öffnet es seinen Mund, entweicht die verfluchte Energie. Bist du finster drauf, ey. So, Leute. Team ist geheilt. Wir sind jetzt hier in der Gegend. Ich dachte, wir reisen mal von der Seite aus da hoch. Wir könnten natürlich auch zuerst das Herrscher-Pokémon machen. Dann hätten wir den Storystrang eigentlich abgeschlossen. Komm, wir haben beim letzten Mal zweimal hintereinander Arenen gemacht. Wir machen doch erst das Herrscher-Pokémon. Oh, ich sehe eine TM. Ich schaff's aber nicht hoch. Vielleicht ist sie neu. Schneelandschaft. Okay. Der Caldero-See. Ich bin schon gespannt, was für ein Herrscher-Pokémon uns da unten erwartet. Und was passiert, wenn wir den Storystrang abgeschlossen haben? Oh, ich werde angebimmelt. Hey, Shining. Der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See aufhalten. Niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Ja, das wäre schön. Das wird er aber wahrscheinlich nicht machen. So, da oben findet sich doch bestimmt was Schönes. Ich habe Sturzflug gefunden. Und ein weiteres Gespenst. So, ich habe mir mal ein neues Gespenst gefangen, weil das Level 50 ist. Ist definitiv besser als mein altes. Ich müsste mal kurz gucken, wie viele Münzen haben wir eigentlich mittlerweile. Ich weiß, was nötig ist, damit sich das Pokémon entwickelt. Man braucht so um die 999 Münzen. Ich habe nicht mal die Hälfte. Soll ich den Weg lieber schwimmen, anstatt fliegen? Komm. Da treffen wir vielleicht das ein oder andere neue Pokémon. Zum Beispiel diese Geisterdrachen. Oder dieses unglaubliche Kamalm. Was bist du denn? Willst du dich vielleicht meinem Team anschließen? Herashai. Level 52 bist du. Aisan. Irgendwie leckt mein Spiel gerade. Und das, obwohl ich eigentlich kein Online-Spiel hier gerade spiele. Regentanz. Natürlich. Was denn auch sonst?
Oh, ich hoffe, ich muss nicht wieder auf eine Trainingstour gehen. Dich würde ich auf jeden Fall gerne fangen, bevor ich den Herrscher gegenübertrete. Könntest du eventuell die Entwicklung von diesem Flanival sein? Ist das möglich? Warum macht das nochmal Regentanz? So, jetzt hast du rote Lebensleiste. Es macht nur Regentanz. Hat das Angst, mich anzugreifen? Hier, du kommst in den Luxusball. Das Pokémon sagt nein. Komm, Tauchball, funktionier! Ja! Ich habe einen Heraschei. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Boah, du hast gute Erfahrung gebracht. Hier soll ich trainieren. Heraschei, das Großwelt-Pokémon. Dieses Pokémon ist sehr stark, aber anscheinend nicht besonders schlau. Es ist Nigiragi treu ergeben. So als wäre dieses sein Anführer. Was ist denn Nigiragi nochmal? Entschuldigung, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Nigiragi? Das Pokémon sagt mir halt überhaupt nichts. Da ist wieder was. Ach, ein Kamalm, das eben kurz eins auf die Müsse kriegen will. Ich hatte das Kamalm gerade fertig gemacht, ne? Es hat mir gerade einen ordentlichen Kampf geliefert. Und ich habe jetzt Erdbeben dadurch erlernt. Ich überlege gerade nur, was ich dafür wegwerfe. Ich glaube, ich packe die Lichtkanone beiseite. Und heile jetzt erstmal meine Pokémons. So, meine Pokémons sind geheilt. Ist das dieses Sagiragi? Sieht zumindest so danach aus. Wo versteckt es sich denn? Das ist jetzt die Frage. Ist ja irgendwo hier auf dem See. Und ich darf jetzt erstmal suchen. Die Dinger sollte ich immer rausziehen, sobald ich sie sehe. Weil dadurch wird irgendein legendäres Pokémon ausgelöst. Okay, Leute. Bei mir ist es jetzt ein Tag später. Ich habe da, wo ich gestern aufgenommen habe, noch um die eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weiter das Herrscher-Pokémon gesucht. Bin einmal über den ganzen See gefahren, sagen wir es mal. Und ich hatte es nicht gefunden. Ich habe es legit nicht gefunden gehabt. Und hatte da dann die Aufnahme einfach beendet. Aber ich habe jetzt danach folgend noch ein paar Terror-Raids gemacht, so ein bisschen was in den P-Bonbons gesammelt und auch ein paar Level gemacht. Ich habe auch alles gefangen, was hier so in dem See rumschwirrt. Und ihr könnt auch sehen, dass mein Kyurobino eine Entwicklung gemacht hat. Es ist jetzt ein Espinodon. Den Pokédex-Eintrag kriegt ihr aber erst bei der nächsten Folge, weil ich irre viele jetzt wieder habe. Und ich habe jetzt endlich rausgefunden, wo das Herrscher-Pokémon ist. Und ich hätte das nicht für möglich gehalten. Hier ist ein Pokémon, das ich einfach ansprechen kann. Ich hatte extra einmal hier abgespeichert, weil ich gesehen habe, dieses Pokémon kann ich nicht angreifen. Dasselbe gilt für die anderen hier auf der Insel. Dann hatte ich das angesprochen und dann ist das Herrscher-Pokémon aufgetaucht. Ich hatte, wie gesagt, vorher abgespeichert und nicht den Kampf gemacht. Ich hab danach sofort ausgemacht, damit wir genau vor dem Speicherpunkt wieder sind. Und ich würde sagen, let's go, machen wir das Herrscher-Pokémon platt.
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man hier so ein random Pokémon ansprechen muss. Da haben wir unser Herrscher-Pokémon. Hirashai, das Herrscher-Drachen-Enttäuschungs-Pokémon. Warte mal. Ich weiß gar nicht, welche Attacken jetzt noch effektiv gegen den waren. Also ich habe nicht so viel gelevelt, Leute. Ich muss einmal kurz gucken. Was für ein Typus warst du? Ach, du warst nur Wasser. Maskaga to go! Hyrosbuno hat sich übrigens auf Level 54 weiterentwickelt. So, ich mach einfach mal Gigasauger. Der Zoom gerade gefällt mir auch überhaupt nicht, ne? So, nochmal Gigasauger. Bitte lebst du noch. Ich habe ja das Pokémon schon gefangen, ne? Oh, ciao. Da könnte ich mir direkt einmal ganz kurz bei dem Pokémon selber anschauen, was die Terra-Version ist. Ich setze Maskagato übrigens mal nach vorne und heile es. Ah, wenn es die Terra-Raid-Version macht, dann ist es auch nur ein Wasser-Pokémon. Okay, aber wo ist es jetzt hin? Muss ich einfach nur die anderen Pokémon hier ansprechen? Nee, die sind geflüchtet. Hieß es nicht eigentlich im Pokédex-Eintrag, es würde den so gesehen verehren? Im Übrigen, ich mag den See hier nicht, weil der ist komplett verbuggt. Also, es leckt wie Hölle hier. Und ihr seht es auf der Karte, eigentlich sollte hier so ein Terra-Raid-Kristall sein und der ist nicht da. Darf ich jetzt wieder einfach alle Inseln absuchen und hoffen, dass ich hier so ein Pokémon zum Ansprechen habe? Mann. Und er hat mir hier auch sogar schon gesagt, während ich auf dem Fluss war, dass ich unterhalb der Map wäre. Ich bin hier oben war übrigens ein Flock zum Rausziehen, an dem war es schwer ranzukommen. Den da habe ich als einziges nicht gefangen, aber auch nur, weil der mir weggestorben ist. Ohne, dass er die Terra-Version verlassen hat. Ja, ich darf jetzt wieder alle Inseln absuchen, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Ach, Leute, ich brauche die Inseln gar nicht abgucken, suchen. Guck mal, ich glaube, das ist so gesehen der Hinweis, auf welcher Insel ich den finde. Da, wo das Symbol auch ist. Ich wollte gerade fliegen, einmal zur Hauptinsel. Ja, guck mal, und da sitzt auch schon wieder so ein Pokémon am Strand. Das jetzt wahrscheinlich wieder weggefressen wird. Oder er klopft sich durch die Wand. Wo kommst du her? Ja, ich konnte es auch spüren. Es war echt schrecklich, den aufzuspüren. Kann es sein, dass nicht er das Herrscher-Pokémon ist, sondern der Kleine? Nee, ich glaube, das hat ihm was gebracht. Warum kämpfst du mit einem Schlaraffel? Blumentrick. Manchmal bin ich mir nicht so sicher, ob wir eigentlich an der Spitze stehen sollten. So wie sich der ein oder andere Mensch verhält. Ja genau, greif das Schlaraffel an. Das hilft überhaupt nicht, was du da machst.
Also ja, der Blumentrick ist physisch, aber das ist nicht wirklich eine große Hilfe. Ich mache nur so viel Schaden wegen den Volltreffern. Meereschei besiegt. Gut, dass ich noch ein paar Level gemacht habe. Jetzt wird dein Pokémon endlich gesund, ne? Entschuldigung, versprochen. Oh, ich habe das Gefühl, das war es noch nicht. Das kommt mir schon eher wahrscheinlich vor. Das ist der eigentliche Herrscher. Und da es jetzt ein Drachen-Pokémon ist, kann ich Knuddler benutzen. Ich habe sogar im Volltreffer gelandet. Gut, dass es mich verfehlt hat. Du bist so nützlich. Ich verstehe nicht ganz, warum Drachen Feen gegenüber so schwach über sind, ne? Eigentlich müsste es genau andersrum sein. Der Drache frisst die Fee einfach. Ciao. Aber interessant, dass der letzte ein Doppelkampf ist. Hast du gut gemacht, Mascagado. Hast jetzt Level Up verdient. Zur Zeit, dass es dem Pokémon nicht besser geht. Ja, wir haben uns ja auch gut getäuscht, ne? So, was ist das letzte Gewürz? Sieht so ein bisschen nach Schärfe aus. Ja, scharf. Verbessert den Stoffwechsel. Bin schon gespannt, was unser Pokémon jetzt noch für eine Fähigkeit bekommt. Hallo. Na gut. Ich werde sie nie kosten dürfen. Klettern? Jetzt wird es dir besser gegen Kuppel. Ich habe gerade Tränen in den Augen, Leute.
so eine schöne und rührende Szene. Ach, Futurus. Das teste ich noch. Es klingt sehr nützlich. Jetzt kann ich eigentlich überall hin. Okay, ich wollte schon sagen, bitte port mich nicht. Das will ich, wenn, beim nächsten Mal machen. So, jetzt einmal kurz das Wandklettern ausprobieren. Jo. Ist schön, die Wände jetzt rauf und runter zu können. Sie was? Wir beenden das heute hier so an der Wand klebend. Ja, Leute. Wenn euch das Video heute gefallen hat, auch wenn es ein bisschen länger geworden ist und wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen später kommen wird heute, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!